Bist du bereit, die Motorhaube zu öffnen? Use Tool für die Tutorials. Und für die Autoteile ist die Mr. Auto App der richtige Reflex. Praktisch, schnell und günstigere Preis als auf der Website. Du findest die im Video verwendeten Bulk-Bremsscheiben und Beläge exklusiv auf der Website von Mr. Auto und als Link in der Beschreibung. Schalte die Zündung deines Autos aus, ziehe die Handbremse an und öffne die Motorhaube, indem du am entsprechenden Hebel ziehst. Öffne den Behälter für die Bremsflüssigkeit. Um die Bremsscheiben und Beläge in deinem Auto zu wechseln, musst du den vorderen Teil des Autos anheben und die Räder entfernen, damit du richtig an die Bremsscheiben herankommst. Lockere die Radbolzen an den Vorderrädern, hebe den vorderen Teil des Autos an und stelle ihn auf zwei Unterstellböcke. Danach kannst du die beiden Räder entfernen. Vergiss nicht, sie unter das Auto zu schieben. Wir empfehlen dir außerdem wärmstens, vor diesem Schritt das Tutorial deinen Wagen sicher anheben anzuschauen. Drehe die Bremsscheibe nach außen, das wird dir den Vorgang erleichtern. Schiebe einen Flachschraubenzieher ins äußere Ende des Langlocks an der Vorderseite des Bremssattels. Nutze ihn als Hebel, um den Bremssattel freizulegen. Dadurch wird der Bremssattelkolben hineingestoßen. Sobald genügend Platz zwischen der Bremsscheibe und dem Bremssattel vorhanden ist, kannst du den Schraubenzieher noch tiefer hineinschieben. Versichere dich, dass du den Bremssattelkolben so weit wie möglich hineingestoßen hast, bevor du mit dem nächsten Schritt fortfährst. Löse mit einem Steckschlüssel und einem weiblichen E12 Torx-Einsatz die beiden Schrauben von der Gewindestange. Klipse den Bremsschlauch ab. Du kannst nun die Halterung entfernen und sie auf eine der Windungen der Tragfeder legen. Entferne die Bremsbeläge. Dazu musst du sie von der Bremsscheibe wegschieben. Um die Bremsscheibe zu lösen, schiebe einen genügend dünnen Flachschraubenzieher zwischen die beiden Seiten der Bremsscheibe. Er muss vor der Halterung angesetzt werden, damit er gegen diese stößt. Löse die beiden Halteschrauben an den Bremsscheiben mit einem 30er Torx-Einsatz. Entferne dann den Schraubenzieher wieder. Je nach Zustand der Schrauben musst du einen Hammer verwenden, um sie zu lösen. Löse die beiden Halteschrauben mit einem Steckschlüssel und einem 18er Einsatz von der Halterung des Bremssattels. Entferne die Fixierungsschrauben vollständig, um die Bremsscheibe herauszunehmen. Manchmal ist die Bremsscheibe an der Radnarbe blockiert. Verwende in diesem Fall einen Hammer, um sie herauszunehmen. Die Radnarbe muss mit einer Metallbürste gereinigt werden. Schmiere sie dann mit Kupferfett ein. Dies verhindert Beeinträchtigungen durch Oxidierung und erleichtert zukünftige Vorgänge. Hallo, wenn dir dieses Video geholfen hat, like es und abonniere dich. Du findest die im Video verwendeten Bulkteile und Produkte auf der Website von Mr. Auto und als Link in der Beschreibung. Nimm dir die neue Bremsscheibe zur Hand. Bevor du die neue Bremsscheibe einbaust, musst du sie mit Bremsenreiniger und Haushaltspapier säubern, um Paraffinablagerungen zu entfernen. Falls die Bremsscheibe beschichtet ist, kannst du sie direkt auf die Radnarbe legen. Platziere die neue Bremsscheibe und schraube die beiden Fixierungsschrauben von Hand so fest wie möglich an. Reinige die Halterung mit einer Metallbürste dort, wo die Bremsbeläge hinkommen. Das erleichtert den Wiedereinbau. Bringe die Halterung wieder an, auch da zuerst von Hand. Und zum Schluss mit einem Steckschlüssel und einem 18er Einsatz, um sie zu blockieren. Schraube sie schließlich mit einem Drehmomentschlüssel fest.
Verwende wieder die Schraubenziehertechnik, um zu verhindern, dass sich die Bremsscheibe dreht. So kannst du die Fixierungsschrauben vollständig anziehen. Nimm dir die neuen Bremsbeläge zur Hand. Schmiere die äußeren Enden der neuen Bremsbeläge mit Kupferfett ein. Bringe die Filterklammern an. Schiebe die neuen Bremsbeläge in den Bremsträger. Setze den Bremssattel wieder ein und bringe die Schrauben an der Gewindestange wieder an. Vergiss nicht, die mitgelieferten neuen Schrauben einzusetzen, die bereits mit Schraubensicherung behandelt sind. Schraube sie schließlich mit einem Drehmomentschlüssel fest. Klipse den Bremsschlauch wieder an. Du kannst nun denselben Vorgang auf der anderen Seite wiederholen. Danach kannst du die Räder wieder montieren. Vergiss nicht, den Deckel des Behälters für die Bremsflüssigkeit wieder zuzuschrauben, bevor du den Motor anlässt. Achtung! Bevor du dein Auto wieder fährst, musst du den Motor anlassen und ein paar Mal das Bremspedal pumpen, damit die Bremsbeläge wieder nahe an der Bremsscheibe sind. Denk daran, zurückhaltend zu fahren und auf den ersten 50 Kilometern scharfes Bremsen zu vermeiden. Vorgang beendet. Like das Video und abonniere dich. Das war wirklich cool.